Freunde, willkommen zurück bei Nonning Tools. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute die Tests. Hey Daniel, du hast ja immer noch dein selbe T-Shirt wie vorher an. Seit einer Woche dasselbe T-Shirt, oder wie? Hupsi, du hast auch das gleiche noch wie letztes Mal. Oh, stimmt. Da fällt mir ein, bei uns sind nur 5 Minuten vergangen. Aber bei euch eine ganze Woche. Weil ich kann natürlich euch nicht alles in einem Tag zeigen, weil sonst bin ich nur noch am Drehen. Und ich muss ja noch so ein bisschen die Arbeit gehen. Genau, aber jetzt heute die Tests. Wir fangen an mit, ohne viel Vorgeplänkel, gleich mal die maximale Tiefe zum Testen. Was können die Sägen tatsächlich schneiden an Tiefe? Stimmen die Angaben im Datenblatt? Bleibt dabei, Säge selber. Alle weiteren Tests folgen dann. Der Kunde ist geil. Da geht schon ganz auch noch was ab. Der V auch. Weniger schön als der Akku raus. Weil es läuft jetzt nicht die Säge und dann hat man Akku in der Regel raus, wenn die Säge nicht läuft. Ja, ich hab's da vergessen, aber. Also, das ist optisch erstmal richtig deutlich. Okay, das ist ein Makita, oder? Boah. Ja. Aber Absaugung nicht gut, aber die ist vom Schnitt her killer. Und man sieht das Blatt. Das ist der richtige, ja. Aber jeder, dass der Staub. Ein bisschen weniger Druck vielleicht.
So, Freunde, ihr habt jetzt die meisten Tests gesehen. Es kommt noch der Ausdauertest, dazu aber gleich mehr. An sich haben sie alles eben, es haben alles eben geschafft, sagen wir es mal so, ja. Man hat deutlich gemerkt, vor allem im Hartholz, wie sich die beiden kleineren Sägen dabei doch sehr schwer tun. Und man hat auch bei der Metabo gemerkt, das muss ich jetzt kurz anmerken, das Sägeblatt, ich benutze die Säge schon ein bisschen länger und es ist kein neues Sägeblatt. Und es ist auch das dickste Sägeblatt im Test, also hat 1,8 mm, die anderen haben alle 1,6 mm. Für Akkuhandkreissägen nimmt man in der Regel auch dünnere Sägeblätter her. Das war allerdings mitgeliefert und um einen Vergleich zu liefern für euch, weil ihr kauft das Säge und benutzt die Säge, in der Regel genau wie ich mit dem Sägeblatt, das drauf ist, haben wir den Test auch mit dem hier gemacht. Beim Hartholz hat man das eben ganz deutlich gemerkt, dass es sich dann doch sehr viel schwerer getan, als es eigentlich typisch sein müsste. Dann haben wir also das Makita-Sägeblatt noch genommen, weil das eben 1,6 mm hat. Und danach war die gleichwertig mit der Makita, das hat ja nichts mehr genommen eigentlich. Bei der Winkligkeit waren alle ähnlich, keiner hat genau 45 Grad geschafft. Die größte Abweichung hatte eigentlich noch Parkside und Einhell. Bei Parkside kann man schon sagen 43,5 Grad teilweise. Also die Abweichung im Mittel hätte die Parkside wahrscheinlich wäre am nächsten an die 45 gekommen. Das Problem ist, dass die einfach die größte Range hatte. Also man hatte nie wirklich 45, es schwankte dann eben von 43 bis 46, also in einem Schnitt. Ich glaube, dass es nicht unbedingt an uns gelegen hat, jetzt an der Bedienung, sondern wirklich, dass die Maschine nicht hundertprozentig gerade schneidet. Wir haben es ja auch erzählt, die ist schwer zum Einstellen hier, wer weiß, wie gut das Sägeblatt ist. Vielleicht mal mit einem besseren Sägeblatt noch was reißen. Aber ja, von der Wirklichkeit her war die jetzt nicht so gut. Für den normalen 90-Grad-Schnitt, ja, da tut es auf jeden Fall, kann man nicht absprechen. Sie hat sich jetzt auch, aber dann beim Hartholz eben, wie gesagt, ein bisschen schwerer getan, ähnlich wie die Einhell. Da merkt man den kleinen Sägen einfach die fehlende Power an. Ist ja auch mit der Preisklasse jetzt nicht das große Wunder. Für Fresssparen, USB und so weiter und auch weiches Holz, Fichte, werden sie es bestimmt tun. Aber für Hartholzgeräte ab der Klasse hier sind da eigentlich schon Pflicht, fast würde ich was meinen. Ja, auf jeden Fall bin ich deiner Meinung. Ja. Und wie sie sich da möglich im Ausdauertest schlagen, werden wir dann sehen. Genau, wir machen jetzt dann eben noch den Ausdauertest, den sieht der nächste Woche dann. Wir drehen natürlich jetzt auch wieder heute, weil wir ziehen das jetzt durch. Nach dem Ausdauertest gibt es auch ein ausführliches Fazit zu allen Sägen, was wir von welcher Säge halten und was wir euch, ob wir euch was empfehlen können oder nicht, wie auch immer, das müsst ihr entscheiden, was ihr kauft oder ob eine Säge da für euch überhaupt in Frage käme. Genau, bis dahin. Ja. Wünschen wir euch alles Gute. Viel Spaß und ja, schreibt in die Kommentare, was so euer Eindruck ist. Genau. Abonniert den Kanal. Passt. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Natürlich musst du es jetzt hier weiter haben. Mein Kanal, ja.